Und ich wusste das relativ schnell, dass ich im Kulturbereich arbeiten möchte eigentlich. Ich bin in Berlin groß geworden und habe dann auch zuerst einen Bachelor in Kunstgeschichte in Berlin studiert. Und wusste dann, ich will eigentlich unbedingt das weiterverfolgen und mich weiter in dem Feld spezialisieren. Und dann habe ich gewartet, bis ein Master ins Leben gerufen wird, der Kuratieren als Studiengang anbietet. 2010 hat Stefanie Hereus den Studiengang Kuratieren und Kritik, der ein Kooperationsstudiengang ist zwischen der Goethe-Universität und der Städelschule, ins Leben gerufen. Der Studiengang an sich ist interdisziplinär angelegt und man kann sich mit einem Bachelorstudium aus der Kunstgeschichte, der Archäologie, der Kunstpädagogik, der Philosophie, Ethnologie und Geschichte bewerben. Im Moment arbeite ich als CADES Curatorial Fellow am Portikus. Die Studierenden von Kuratieren und Kritik geben hier zum Beispiel am Sonntag immer Touren durch die aktuellen Ausstellungen und machen zusammen mit Fabian Schöneich, dem Kurator, auch Seminare zu unterschiedlichen Themen. Das ist wirklich so wie eine Art moderne Bildungseinrichtung, in der die jungen Studenten sehen, beobachten und lernen können, wie ältere, etablierte oder erfahrene Künstler Ausstellungen machen. Ich versuche als Kuratorin, so gewisse Tendenzen in der Gesellschaft aufzuspüren und zu verstehen, was die Menschen gerade bewegt, was sich entwickelt. Und diese Tendenzen versuche ich aufzufangen und in Narrative zu verwandeln und dann gemeinsam mit Künstlern darüber zu sprechen und in diesen Gesprächen herauszufinden, wie man aus diesen Narrativen eine Ausstellung machen könnte. Ich bin Vivian und habe an der Goethe-Universität Frankfurt studiert.